Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, Street Food at Home. Heute wieder was Asiatisches. Ihr wisst ja, das ist meine große Leidenschaft. Wir machen Baobuns mit einem Schweinebauch. Guck mal, so sehen die Teile aus. Einfach super sexy, allein schon von der Optik her und vom Geschmack. Da geht euch, ich hätte fast gesagt, das Messer in der Hose auf, aber ich meine es auch genauso. Wir dämpfen diese Brötchen, das sind keine gebackenen Burgerbrötchen, das sind asiatisches Burgerbrötchen, glaube ich, ursprünglich aus Taiwan, aber der Schweinebauch ist eigentlich chinesisch, also eine wilde Mischung aus allem, es wird einfach super geil. Wir legen jetzt direkt los. Ich habe hier ganz stinknormales 405er Weizenmehl, da kommt dazu Zucker, also die trockenen Bestandteile erst am Anfang rein, dann haben wir Backpulver, das gibt nachher so eine schöne fluffy Konsistenz, dann kommt da rein, lacht mich bitte nett aus, nicht so wie beim Maggi, Milchpulver. Und es ist gar nicht so einfach zu kriegen. Ich habe tatsächlich so ein Kindermilchpulver gekauft. Aber das ist auf jeden Fall getrocknete Milch. Geil, braucht man. Milchpulver muss rein. Und ganz zum Schluss hier so eine trockene Hefe anstatt einer frischen. Alle Rezepte, die ich gefunden habe und ausprobiert habe, waren immer mit trockener Hefe. Deswegen machen wir das auch so. Dann gibt es dazu noch ein bisschen Salz. Nach Geschmack auf jeden Fall. Und es kommt dazu Öl. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Wasser und das gehe ich fix holen. Da ist das Wasser. Das muss so ein lauwarmes Wasser sein. Nicht zu heiß, sonst killt es die Hefe. Sondern gut so, ja, Körpertemperatur sagt man immer. Ne? Und dann schütten wir das auch mit rein. Und jetzt, man kann das natürlich mit der Küchenmaschine machen. Aber am besten erstmal mit der Hand anfangen, da draus einen schönen Teig zu kneten. So, siehst du, am Anfang merkst du schon ziemlich schnell, wo die Reise hingeht. Der ist recht sticky, aber das geht sich am Ende aus. Ich knete das jetzt zusammen und zeige es euch gleich, wenn es fertig ist. So sieht er jetzt aus, nachdem ich ihn fertig geknetet habe. Habe den in eine kleinere Schüssel gepackt. Jetzt decken wir den mit Klarsichtfolie ab. Und dann gehen wir rüber zum Backofen und stellen den da so ein bisschen warm, damit er in Ruhe gehen kann. Auf geht's! Jetzt, wo unser Teig im Ofen auf uns wartet und schön hochgehen kann, damit es gleich soft und fluffy wird, kümmern wir uns schon mal um den Schweinebauch. Ich habe hier so ein kapitales Stück Schweinebauch. Wo man darauf achten kann, ist, dass da nicht allzu viel Fett dran ist. Lasst euch also, wenn ihr beim Metzger seid, ein Stückchen geben, wo es ein ausgewogenes Verhältnis ist zwischen Fett und Fleisch. Gerne so ein bisschen mehr auf der Fleischseite. Ja? Dann haben wir nachher auch was zum Beißen. Ja, ich nehme den direkt so, wie es ist, habe mir den schon so zuschneiden lassen. Und zwar gehen wir hin und schneiden den in so Scheiben. Und wenn der Bauch geschnitten ist, so wie jetzt, packen wir den uns in eine Form rein. Und dann werden wir anfangen, den schon so ein bisschen vorzubereiten und zu marinieren, bevor der gleich in eine Pfanne kommt. Man könnte den jetzt auch am Stück machen. Das ist aber die Variante, die etwas länger dauert. Also wenn man den Schweinebauch am Stück lässt, dann wäre es gut, wenn man ihn nach dem Schmoren einfach nochmal kalt stellt, weil sonst wird es schwer, den zu schneiden, weil das schon recht, ja, recht weich wird am Ende. Ne? Also geht mit immer, wie immer los hier mit ein bisschen Salz. Spezialzutat, nicht lachen übrigens, dann gibt es ein bisschen dunkle Sojasauce, da nehmt ihr nicht die Süße, ne, sondern das ist hier die ganz normale, richtig schöne, dunkle, dann gibt es ein bisschen Sesamöl dazu, und ein bisschen Five Spice, das hole ich gleich. Five Spice. Nicht zu viel. Ich finde, das ist für den europäischen Gaumen immer so ein bisschen strange. Aber es muss halt hin. Ne? Und dann habe ich hier noch was geil. Ich habe hier so eine Paprikapaste. Da könnt ihr am Ende, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Auch im türkischen Supermarkt oder so. Einfach schön ein bisschen Paprika mit dran haben, weil es eine geile Farbe gibt. Ne? So, und jetzt gehe ich auch schon mit den Händen rein und massiere das ein wenig. Und ihr seht schon direkt, fängt an zu glänzen. Wunderbar. Und das ist ja auch genau die Farbe, die wir nachher haben wollen. Ne? Ich gebe dem hier eine kleine Massage und dann legen wir es gleich in die Pfanne. Das
Das Fleisch ist soweit. Schau mal hier. So sieht es aus. Dann packen wir das jetzt hier in die Grillpfanne rein. Ich mache vorher ein bisschen Sesamöl. Und das können wir oder dürfen das am Anfang noch gar nicht so richtig heiß machen. Es soll schon heiß sein zum Braten, aber es soll nicht qualmen, ne? Und dann geht das Fleisch hier rein. Das Gute daran ist, wir haben nachher dann schön die Portionen schon fertig. Wenn wir so ein Scheibchen haben. Und die Garzeit ist natürlich kürzer, ne, wenn wir das so in Scheiben reinmachen. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch im Ganzen machen, ist gar kein Problem. Jetzt braten wir es von beiden Seiten ab und gleich wird gewürzt. Es ist soweit. Das Schwein ist super angebraten. Guck mal hier, das kriegt schon so, ja, so knusprige Stückchen mit drauf. Und wir wollen ja auf keinen Fall, dass es irgendwie schwarz wird oder ähnliches. Deswegen löschen wir das jetzt ab. Dafür kommen noch ein paar Zutaten mit in die Pfanne, dass wir so einen geilen Fond haben. Und zwar habe ich hier weißen Kandis. Geht ein bisschen was mit rein. Dann gibt es chinesischen Reiswein. Super geil. Für die Farbe und für den Geschmack dunkle Sojasauce. Die ist elementar. Können wir ein bisschen hochgehen wieder mit der Temperatur. Spritzer vom Guten, kommentarlos. Nicht lachen. Schau mal hier. Und jetzt gibt es gleich, wenn das aufgekocht ist, noch ein bisschen Wasser dazu, sodass das so ungefähr halb bedeckt ist alles. Und das kann man auch gut in dieser Grillpfanne einfach weitermachen. Man braucht da jetzt keinen Deckel dafür. Ja, das kann einfach so schön vor sich hin schmoren. So, jetzt lassen wir es schmoren und wenn es fertig ist, geht's weiter. Und wenn das jetzt alles so einen Augenblick vor sich hingeköchelt hat und so langsam anfängt, geil zu werden, machen wir noch ein paar Zutaten mit rein. Hier so ein bisschen das Weiße vom Frühlingslauch. Ja, es gibt so ein schönes zwiebeliges Aroma. Und hier habe ich Ingwer und Knoblauch. Den verteilen wir auch noch mit rein. Und dann kann das weiter vor sich hin schmurgeln. Das dauert jetzt in etwa, bis es fertig ist. Und währenddessen das jetzt so schön vor sich hin schmort, bereiten wir das Gemüse vor. Jetzt habe ich das Gemüse hier für die Baus so ein bisschen geraspelt. Ich habe mir hier so ein Schäler-Ding besorgt, das so Raspeln schneiden kann. Das ist super geil. Den Lauch habe ich mit der Hand geschnitten. Es gibt Gurke, es gibt Karotte, es gibt Rettich. Jetzt pickeln wir das so ein bisschen ein. Das soll ein bisschen säuerlich sein nachher. Dazu super wieder Reisessig. Ja? Und dann gibt es wie immer Salz. Nicht zu viel. Und so eine Prise Zucker. Das balanciert das ganz gut aus. Ja, und dann einfach mal so ein bisschen locker durchmischen. Das soll ja noch ein bisschen Crunch haben nachher. Und dann können wir das beiseite stellen. So, ich habe den Teig jetzt rausgeholt. Der war jetzt circa eine Stunde drin. So sieht der Kamerad aus. Er hat sich ein wenig vermehrt. Und jetzt, oh, guck mal hier. Ja, das ist gut. Das sieht schon gut aus. So, dann gibt es ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Packen wir den rein. Und jetzt machen wir nochmal so eine Technik, um da eine Kugel draus zu formen. So muss der Kamerad aussehen. Jetzt lassen wir ihn ganz kurz in Ruhe, dann rollen wir aus und dann geht es direkt weiter. So, jetzt hat er einen kleinen Augenblick auf uns gewartet. Wir drücken mal auseinander. Ah, super, fast wie eine Pizza. Nur ein bisschen anders, ne? Mit Babymilchpulver drin. Ich bin da echt gespannt drauf. So, Nudelholz. Und dann rollen wir den ganzen Teig aus.
dass auch nicht mehr drunter bleibt. Das ist gut. Tipptopp. Und dann schauen wir, dass wir den in eine gute Form kriegen, die nicht so dick ist, weil wir wollen uns gleich diese Brötchen ausstechen. Ich glaube, bis dahin, vielleicht am Rand noch ein kleines bisschen. Ja, der ist super elastisch. Ist auch vom Backpulver. Ja, guck mal hier. Wieder einen kleinen Augenblick ruhen lassen, geht sofort weiter. Jetzt haben wir den noch mal einen kleinen Augenblick ausruhen lassen. Ich habe hier so einen Ausstecher, da könnt ihr alles nehmen, ein Glas, ein Schälchen oder irgendwas. Und dann stechen wir uns hier so schöne Teiglinge aus. Und versuchen natürlich, so viel wie möglich da rauszukriegen. Hey, guck mal hier, noch einer. Super. Das, was übrig bleibt, einfach wieder zusammenfalten. Und da kann man natürlich die nächste Runde draus machen. Das Einzige und Wichtige ist, den müsst ihr dann wieder einen Augenblick ruhen lassen, weil der hat überhaupt gar keinen Bock drauf, sich jetzt ausrollen zu lassen, weil er es schon ist. Also auf die Seite packen und dann geht es dann bei der zweiten Runde weiter. So, jetzt haben wir die Jungs hier. Und der Trick ist jetzt der, nochmal das Nudelholz. Einmal vor, einmal zurück. Dann Sesamöl auf die innere Seite. Dann nehmt ihr den Kameraden, schlagt den drüber und zack, rausziehen. Dann ist der erste fertig. Jetzt geht es direkt drüber in den Dämpfeinsatz. Dann legen wir den hier drauf und machen den nächsten. Komm, einen machen wir noch hier. Einmal vor, einmal zurück. Sesamöl drauf. Sieht man gut, ja. Komm mal her. Drüberlegen, rausziehen und dann geht es wieder in den Dämpfeinsatz. Schön mit ein bisschen Abstand legen, ne? Die Jungs brauchen Platz, um sich zu entfalten. Die Jungs sind fertig. Ich habe sie ja ein bisschen flacher ausgerollt eben. Ist perfekt, es kommt mir super entgegen, die hängen nicht aneinander. Super scheiße, heiß sind sie auch. Okay, wir basteln uns welche zusammen. Ich habe jetzt hier das Schwein nochmal in so eine kleine Sauteuse umgefüllt. Einfach aus Platzspargründen. So, jetzt pass auf, es geht los. Wir holen uns dazu ein bisschen Heusin. Muss da rein. So, schmieren wir das da unten. Dann kommt rein ein Stück vom Schwein. Dann können wir das schon hinsetzen. So ein Körbchen, auf dem Teller, wie auch immer. Und die sind auch wirklich super heiß jetzt. Dann unser gepickeltes Gemüse. So, wir machen den nächsten. Lass los, Kollege. Gott, sind die heiß. Und hier. Ein Schwein. Gepickeltes Gemüse. Schön aufrecht hinsetzen, damit die auch gut aussehen gleich. Da passt noch ein dritter rein. Der immer noch super heiß ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe. Super heiß sind die übrigens, wenn die da rauskommen. Nichts für ungeübte Hände. Schwein rein. Gepickeltes Gemüse. Immer so ein bisschen was von jedem zusammensuchen. Drauf damit. So, jetzt arrangieren wir hier noch ein bisschen hübscher. Dass man auch gleich sieht, was hier drin los ist. Ah, mein Gott. Das war natürlich noch nicht alles, ne? Jetzt kommt da drauf. Ein bisschen Frühlingslauch, der muss da dringend hin. Schöne Sauerei gemacht hier. Dann Spicy Chili. So, guck mal. Dann mit das Wichtigste. Schön Koriander. Und ich habe mir noch ein paar Erdnüsse geholt hier im Mörser. Schau mal. Das sind geröstet, gesalzen. Ja, oben drauf noch ein paar Erdnüsse. Guck mal hier, so sehen sie aus. Street Food at Home, Baubuns mit geschmortem Schweinebauch. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht, macht ihr auf jeden Fall nach. Ich weiß, ihr wartet drauf, ich hau mir einen rein. Komm her damit.
Dein super. Achtung. Heute gibt es keine berühmten letzten Worte, außer nachmachen, Abo dalassen, Daumen nach oben. Bis bald.